Wir, Hein Mulders, Intendant der Essener Philharmoniker, und ich, Thomas Zander, Dompropst des Essener Doms, grüßen Sie aus unserem Dom. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa durch die Kapitulation des Deutschen Reiches. 75 Jahre sind seit diesem Tag vergangen. Heute erinnern wir uns an dieses Datum und denken an die vielen Menschen weltweit, die unter dem Zweiten Weltkrieg und seinen Folgen gelitten haben und bis heute leiden. Mehr als 65 Millionen Menschen sind in diesem Krieg gestorben. Millionen Verwundete, Vermisste, Witwen, Waisen und Heimatlose. Mehr als 6 Millionen Juden wurden im Holocaust Opfer des menschenverachtenden Wahns der Nationalsozialisten. Der 8. Mai 1945 ist deshalb kein Tag der Niederlage, sondern er ist vielmehr ein Tag der Befreiung vom menschenverachtenden System des Nationalsozialismus. Die Corona-Pandemie droht diesen Gedenken zu überschatten. Große Veranstaltungen und auch kulturelle Events und Konzerte sind im Moment untersagt. Wir freuen uns darum extra, dass diese Kooperation zwischen den Essener Domsingknaben und die Essener Philharmoniker diesen Gedenken musikalisch würdigen wird. Gleich werden Sie das Lacrimosa aus Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem hören. Gedenken wir so mit diesem wundervollen musikalischen Werk die Opfer des Zweiten Weltkrieges und versuchen wir immer auf friedliche Art und Weise Lösungen miteinander zu finden.